Servus, alle Grüßen in der Region sind natürlich wichtig. Oh, Helmut, das geht. Du erreichst uns auf eine andere Art. Leute, ist krass oder krass? Ey, diese Story, ich sage euch, wie es ist. Diese Story ist sick, Alter. Ey, ich muss auf jeden Fall Weizen noch kaufen. Das ist der Plan. Weizenvorrat für die Tage. Das ist der Plan. Und ich dachte, deswegen parallel richten wir mal hier den Kladderadatsch ein. Ey, Bolle, du bist doch immer im Auto unterwegs, oder? Oder öfter mal. Wo packst du das Chat-Handy hin? Bestenfalls. Ja, ich hab so ein Saugding. Ja, okay. Ach, scheiße, ich brauch noch einen, ne? Ich brauch noch einen, weil... Ja, okay, ich brauch zwei. Wir müssen erstmal gucken. Wisst ihr, was jetzt der Hauptfack ist? Erstmal checken, ob... Ich hab erstmal checken gesagt. Servus. Alle Grüßen in der Region ist natürlich wichtig. Oh, Helmut, was geht? Oh, Peter. Peter, was geht? Hier muss man natürlich auch langsamer fahren. Man muss sich wieder ein bisschen anpassen von Berliner Verhältnissen zu hier. Sind wir noch da? Läuft der Stream rund? Das Haus war aber noch nicht da, Mann. Ey, das gibt's doch nicht. Leute, guckt mal an. Was ist denn da für eine Werbung, Mann? Ey, Digga, wir wollen den Weizenvorrat aktivieren. Und was steht hier? Dem Himmel so nah. Weizenwerbung. Oh Gott, wie schägum. Die Bergstoßlager. Also ey, läuft alles rund hier, die Sache. Brauchen wir noch einen Christbaum? Weihnachtsbaum noch? Das ist nämlich eigentlich das Hauptding auch. Ich will auch jetzt erstmal testen, ob wir rumfahren können. Weil wenn wir rumfahren können und es mit dem Server klappt, können wir die Tage halt echt einen Haufen Leute auch besuchen. Hast du den Popel gerade gefressen, Digga? Ey Mädel, hast du den Popel, den du gerade dir aus dem Nasenflügel rausgezwirbelt hast, in die Kauleiste reingeballert? Ey, hat die gerade das Ding inhaliert? Digga. Im Kaufland gibt's Handyhalterung. Okay, ich schlepp da schon rein. Also, wir haben Weizenreserve und eine Handyhalterung. Ich glaub's gar nicht. Wollen von all die gesagt haben, hier Kaufland gibt's Handyhalterung. Ich hätte niemals gedacht, dass es das da gibt. Digga, 9 Euro. Ich sag dir ganz ehrlich, das hätte ich bei Amazon wahrscheinlich mehr gekostet, oder? Wer der Steffen, Alter? Warte mal, was für ein Steffen? Schreibt ihm, er soll bitte am Parkplatz warten. Zur gleichen Zeit auf Discord. Ich merke, so ein bisschen IRL ist wieder ganz geil, aber irgendwie in Berlin zeigt es nie so an. Ich schmeiß es jetzt mal kurz weg. Was geht? Ich bin der Steffen. Hi, grüß dich. Ach, was? Alles gut? Was dich zu sehen. Alles gut? Mir geht's sehr gut, danke, danke. Hey Leute, guck mal, wer hier ist. Geh mal gern rein. Hey Leute, was geht ab? Hey Leila, hey Skrillex, hey Bolle. Ich bin's, der Steffen. Der Papa von der Victoria. Ey, wie geil, Mann. RP-Rauf, Leute. Ey, wie geil ist das, sag mal? Für 8,99 Euro? Schnapper. Jetzt ja, mal ganz ja, ehrlich. Ja. Schenkel hat er mitgebracht, Leute. Ey, wie krass ist das? Hier ist einfach der Steffen, der immer im Discord schreibt. Aber ja, warum hast du schon den Account gemacht? Ich muss das machen. Und ich sag das jetzt auch nochmal. Der ist auch noch? Ja klar, muss ja sein. Das ist dann für das Warme. Leute, wir kriegen hier voll die Geschenke. Steffen, was geht? Schreibt Mickes. Steffen, A, einfach... Lila, Steffen, einfach Macher, außer mit dem Twitch-Account klappt es nicht so ganz. Das kriegen wir noch hin. Ich wollte gerade sagen, ich brauche eure Unterstützung. Und deswegen, wir haben dich immer mal abends. Es ist wunderschön, dir zuzuschauen, muss man sagen. Also wirklich von tiefer Tiefe. Nach einem stressigen Tag, dein Gefühl. Das ist ein absolutes Abschalten. Ey, wirklich. Ey, tausend Dank. Absolutes Abschalten. Auch der Community ist super. Tausend Dank. Wirklich, wirklich. Also wenn du da die Musik noch unterlegst, wie ich, meine Frau, meine Tochter, wir kommen da richtig. Ehrlich jetzt, ey. Wirklich, jedes Mal. Also, danke für die Worte, Mann. Das kommt vom tiefen Herzen. Jetzt gerade auf der Couch. Schön, der Hund neben mir eingekuschelt und dann war es halt kalt. Ne? Du hast jetzt gedacht, der ist am Kaufland. Der ist gerade beim Kaufland. Und dann habe ich gerade reingeschalten, wo die eine Frau da den, ne, so, das Ding gegessen hat. One love to Rhein-Neckar. Die schicken auch alle hier. Ja, das jetzt kann ich auch reinsetzen, ne? Okay. Ja, klar, Mann. Guck mal, hier ist er, Leute. Der einfach auftaucht. Ey, wie krass ist das? Bald zum Friseur. Freitag geht's los. Ja? Ja. Ja, so langsam wird die Community immer grauer. Ne? Du erreichst uns auf eine andere Art. Ey, glaub mir, da geht man. Ey, bei sowas geht mein Herz auf, wirklich. Hast du durchweg gutes Internet? Naja, ich habe heute Nacht tatsächlich, war ich bis um 5. Ich habe so einen SRT-Server auf meinem Laptop eingerichtet. Ja, ja. 4 Stunden geschlafen, genau. Genau, hast du mitbekommen. Ja. Und deswegen habe ich halt 4 Stunden gepennt, das eingerichtet und ich glaube, wir hatten bis jetzt keine Abbrüche. Erinnert mich an Ziggy-Chefchen.
super, super, dich auch mal super nett kennenzulernen auf jeden Fall, gerade hier in der Gegend. Wie gefällt dir es, wie das so kommt? So ein bisschen die alten Vibes rüber? Ey, bei mir ist kurzzeitig hier immer ganz cool, ein, zwei Tage. Hm. Und dann fehlt mir das Wilde so. Also ich glaube, ich muss mich einfach, man muss sich länger drauf einlassen. Aber ich glaube, ey, guck mal, Berlin ist, und ich sag's immer wieder, wo ich in Berlin lebe, Berlin ist ein verdammt ekelhafter Sog. Also Berlin zieht dir massiv deine Energie. Und irgendwann bist du auch in diesem schnellen, hektischen. Ja, ja, ja. Als ich hier gelebt habe, ja, wollte ich das nicht mehr haben, das Ruhige. Jetzt, seit ich in Berlin lebe, und es sind ja mittlerweile auch fast 10 Jahre oder so, fehlt einem das schon ab und zu. Dass man wieder so, ey, hier kommst du an, heute Nacht. Digga, da gibt kein Auto auf der Straße. Ja, ja. Weißt du, ich meine, wenn ich Leute treffe auf der Straße, flüsterst du, weißt du, ich meine. Ihr habt so eine richtig, richtig schöne Herzenssprache. Also ich versuche das ja so ein bisschen aus Lorme, ich bin ja aus Leimen. Sozusagen das. Kannst du ruhig Lorme sagen, Lunge? Und so war ja, warum ich Mike Müller, ich habe immer gesagt, ey, guck mal, ich feiere es null, wenn du nach Berlin ziehst und dann auf einmal Berlin hast. Ja. Wenn ich auf einmal Ecke war. Ich will aber die Dialekte beibehalten, also hochhalten, so weißt du? Die nächste Mission ist auf jeden Fall, wir brauchen einen Account für dich. Wie müssen wir den nennen? The Real Steffen. The Real Steffen, ja. Beziehungsweise in der Internetwelt heißt ich gerne Dr. Med den Rasen. Habe ich mir irgendwann was so ausgesucht. Warum? Dr. Ach so, oh, okay. Ja, drei, vier, also Dr. Med den Rasen, ich habe jetzt keinen Titel tatsächlich, aber einfach so dieses Dr. Med den Rasen so ein bisschen auch zu trollen und lustig zu sein. Und ja, das Leben, ihr wisst es ja selber, das Leben ist wirklich hart, ja, ja, aber man kann sich das auch schön machen. Ja, ja. Das ist das, was in deinem Herzen und bleibt dabei, dann kann man dementsprechend auch das immer diesen Vibe weitergeben. Ey, das ist über. Ey, das aber das Problem ist, also ich kenne es von mir, egal wie lange man das im Herzen hat, manchmal verschwindet es so durch äußere Einflüsse, Lebensumstände. Und das immer wieder aufrecht zu erhalten, diese Flamme. Oder deswegen, ich sage ja immer hier dies, das. Manche Leute denken ja Ding, das heißt Geld. Nein, nein, nein. Voll viele sagen so, ey, warum hältst du immer Geld in? Ich so, was? Das ist hier, genau, Fingerhart. Genau, weißt genau, du? Die Finger hat Spitzen gehört. Genau. Auch Thailand zum Beispiel, da gucken wir auch gerne Streams. Da haben wir dich auch schon gesehen. Kann ich die Namen sagen, so von den anderen Twitch-Leuten? Ja, du kannst alles sagen. Ey, du fühlst dich hier nicht so Real auf. Thailand, da gibt es ja auch der Marc, der streams. Ja, ja. Dann KK-Team, glaube ich, hast du auch. Und wer natürlich auch geil ist, der Leon, ne? Den finden wir auch so witzig. Und da bist du ja auch einfach zu. Nee, irgendwann mal hast du sogar geschrieben. Ne, bei tatsächlich mag ich sehr den Karl von KK-Team. Ja, ja. Das ist einfach ein Pelzer, ja, ein Oldschool-Pelzer, ja, ja, und es ist nicht so, jo, ich bin jetzt der Junge, ich muss jetzt 18 Bier haben, saufen. Ich meine, da hat man den Unterschied. Leon feiere ich auch, der ist eine Content-Maschine. Ja. Mein Favorit war halt Pat, ich weiß nicht, ob du den noch gesehen hast. It's Pit Pat, aber der It's Pat Live. Genau. Der hat jetzt aufgehört als Pat. Ja. Der ist jetzt, der heißt jetzt Professor Fangs. Steffen Schäffchen. Guck mal, ey, die Namen, da kommen schon die Namen. Super. Macht die so auch zu Hause mittlerweile? Und nein. Ist es halt immer so, also wenn es wirklich vom Herzen kommt, dann, oder ja, manchmal hat jemand so einen schlechten Tag, dann machen auch die so diesen, oder die jetzt meine Tochter, die macht irgendwie so, ich kann es auch nicht mit mehr. Herzmäßig, ja, genau. Ja. Bin ich immer so ein bisschen am Wu-Tang-Clan und so. Denkzeichen. Ja, genau. nee, aber es muss halt jede Generation hat seine Sachen, ja, und ja, das ist halt super, super interessant. Ja. Und ich muss auch sagen, man lernt auch. Ich bin jetzt, wie gesagt, 42 und man lernt von dieser Generation ganz anders, wie jetzt unsere Generation, ja, oder eben von den Älteren. Aber das ist eben wieder genau dieser Kreislauf und das ist immer wieder genau bei dem Thema, das, was du immer wieder schön in deinen Videos rüberbringst, einfach mal abschweifen. Ja, Mann. Ja, Mann. Das ist wirklich so. Wir hatten die Tage gerade so ein Über-Deep Talk und da fand ich auch voll geil, weil einer geschrieben hatte so, ey, man muss es mal so sehen, unsere Eltern oder der Großteil von unseren Eltern wurden durch eine traumatisierte Kriegsgeneration erzogen. Jede Generation hat ihren Wahnsinn und zieht manchmal so diesen Wahnsinn mit, aber trotzdem muss man irgendwie immer versuchen, das abzuschweifen. Und deswegen finde ich halt auch, oder oft habe ich so dieses, ey, Internet, Digga, nur Hateration und Leute, also aber der Groß, es gibt halt so dieses anonym in den Chat reinzugehen und Negativität verbreiten, ist für mich halt, kann ich nicht nachvollziehen, ja, aber das ist halt natürlich Frustration von Menschen, die lassen es gerne mal so raus, aber ich will, sobald ich den Streamer mache oder RP mache, lachen. Und deswegen kam ich auch immer wieder zu Mike Müller zurück. Ich habe viele Charakter versucht,
auch Fernando Gringolino, wo ich gedacht habe, ey, ich spiele mal so auf Ernst. Ich will keinen ernsten Charakter spielen. Digga, ich will da reingehen, will labern wie ein Mike Müller und will lachen. Genau, nicht dieses verkrampfte sozusagen RP dann durchführen. Genau. Ja, oder so, ich muss der Krasse sein. Ich will ja der Krasse im RP sein. Weißt du, ich meine, also wenn das brauchst du nicht. Wenn jemand ein Ziel hat, krass zu sein, dann ist es ein gutes Ziel im Real Life, irgendwas zu, jetzt nicht krass in Form von, ich bin der Stärkste, sondern irgendwas zu erreichen. Was ich finde immer geil, irgendwas zu erschaffen. Für mich ist immer wichtig, so hat auch True Culture früher angefangen, ich wollte immer irgendwas erschaffen. Und wenn es nur Videos waren. Also dein Fingerabdruck oder dein Fußabdruck in der Menschheit lassen. Und zum Beispiel auch der Mikis. So, Mikis und ich haben mal ein Interview gemacht. Ich weiß nicht, ob du das kennst, an der Brücke in Mannheim. Ja, das haben nicht viele Leute gesehen, aber das war für mich einer der legendärsten Interviews, weil es einfach so, ich habe voll den Fragenkatalog vorbereitet. Und wir haben nur Scheiße gelabert. Wir haben nur gelacht. Und danach, ey, und Mikis haben manchmal so Leute geschrieben, so, ey, wir gucken das jeden Morgen vor der Schule, damit wir gute Laune bekommen. Oder für mich ist ganz wichtig, sich nicht immer und überall zu ernst nehmen. Egal ob in Real Life oder in der virtuellen Welt oder im RP. Ey, nicht zu ernst nehmen alles. Ja, die gesellschaftlichen Regeln, genau, die geben immer so vor und dann sagt man, hey, warum muss ich das jetzt machen? Ich kann es doch ganz, ganz anders machen. Ja, ja. Guck mal, Mikkel schreibt auch, ja man, erschaffen ist das Beste. Genau, ich liebe es, wenn Leute Sachen erschaffen. Ich kenne viele auch, die jammern nur und sagen, ey, alles scheiße, die machen aber nichts. Ich habe auch nicht immer Bock, irgendwas zu machen, aber trotzdem merke ich, wenn ich Dinge mache. Oder zum Beispiel jetzt ein Stream. Guck mal, jetzt ein Stream. Ja, ich habe heute gedacht, super spontan. Heute Nacht, heute Morgen, SRT-Ding gemacht. Allein, dass du jetzt hier drin sitzt und dass man sich mal kennt. Ja, guck mal, dass man sich mal getroffen hat und ich die ganze Zeit denke so, oder auch Lila von, ich so, wer ist dieser Steffen, der immer im Discord schreibt, wenn wir online sind, so, weißt du? Und ich weiß jetzt mal so richtig, ich fühle, was ein Stream-Sniper ist. Nee, ich feiere das voll. Vor allem, er bringt Dr. Pepper mit und ein Dr. und Wäldebräu. Ich hoffe, ihr vergebt Radler alle. Na klar, Radler ist voll geil, ja. Mann. Bald Hutcousin mit Steffen. Ja, ich war 14 Jahre Vegetarier. Jetzt habe ich wieder angefangen mit Hähnchenfleisch. Echt jetzt? Ja, 14 Jahre Vegetarier. Ich bin ein Jahr jetzt Vegetarier. Wow, schön, schön. Ich wollte nur eine Woche. Es ist ja interessant, Leute. Wenn man etwas isst, was passiert denn hier im Magen? Ja. Was passiert denn damit? Wie reagiert der Körper drauf? Ne? Nahrung. Es gibt ja so viele tolle Pflegeprodukte. Mhm. Die kannst du mit einer Avocado oder mit einer Orange oder Apfel, ne? Apple a day keeps doctor away, Leute. Ja, ja. Ne? Und dann kann man das so ein bisschen ausgleichen. Nur irgendwie kann dann doch so der Geruch und der Geschmack halt. Nur ich habe es einfach aus der ethischen Grund gemacht für die Tiere. Nur jetzt eben bin ich wieder zurückgefallen. Aber das hat ein bisschen seelischen Hintergrund. Aber 14 Jahre lang ausgemacht. Das ist krass. Ja, ja. Und Gott sei Dank, die Industrie hat ja auch immer mehr Alternativprodukte. Nur da müssten wir halt genau schauen, welche Convenience-Produkte sind die richtigen. Ja. Und auch da wieder Convenience ist wieder verarbeitet. Und deswegen dieses frische Kochen ist eine ganz andere Geschichte. Das ist wie eine Meditation für deinen Kopf, wenn du da vorne bist und anfängst. Ja. Ne? Ja. Das auf jeden Fall. Bei mir ist krass, also ich wollte es eine Woche machen, aber ich könnte es mir jetzt gar nicht mehr vorstellen, weil ich jetzt aktuell, wie gesagt, ey, das ist auch, man will nie jemanden zu irgendwas dingsen. Das finde ich immer schwierig. Ey, mach das so und so. Nee, jeder macht so, wie er Turn hat und so, wie er sich fühlt. Ich wollte eine Woche machen, bin jetzt seit einem Jahr oder über ein Jahr und kann jetzt gar nichts mehr essen, was tot ist. Vom Kopf her. Ja, ja. Das ist jetzt der Stand. Ich habe da früher nie drüber nachgedacht. Und das verändert dich auch. Also mich hat es unheimlich verändert. Nicht wegen dem Hype hier oder sowas in der Richtung oder was jetzt alle machen, sondern es reinigt deinen Körper anders. Es klingt komisch, wirklich. Man denkt jetzt auch, hey Leute, da sitzen zwei Leute, die waren oder sind Vegetarier. Ne? Das reinigt deinen Körper ganz anders. Man riecht anders. Probiert's mal aus. Ey, ich sag die ganze Zeit, ich habe noch nie so guten Kackstift gehabt, wie seit ich Vegetarier bin. Wirklich. Ich habe nur noch Clean Shots. Ja, ach, seine Ehrlichkeit ist schon cool. Ich steige mit dir aus. Ey Leute, gebt nochmal für Steffen hier die Dinger in den Chat. Grüß an euch. Guck mal, ballert, es hat ein bisschen Latenz. Guck mal, jetzt kommen die Dinger an. Ja. This one is for Steffen. Für uns alle.